Sehen, wie die nach dem Urteil gegrinst haben. Nick? Ist es dir recht, wenn deine Eltern mir erzählen, was dir zugestoßen ist? Oder möchtest du selbst darüber reden? Ich bin mir ja nicht sicher, das ganze Gerede nicht alles wieder hochholt. Du sollst doch keine Therapie machen, Martin. Aber bald brauche ich eine. Ich hatte ein gutes Gespräch mit ihrem Sohn. Er möchte nächste Woche wiederkommen. Wir wissen einfach gar nicht, wie wir ihm helfen können. Aber Sie helfen ihm doch schon. Ich fühle mich so hilflos. Das ist ganz normal. Sie brauchen auch Unterstützung. Sprechen Sie mit Ihrem Mann darüber. Können wir nicht erst mal versuchen, das hier zu Hause ganz normal innerhalb der Familie in unserem Freundeskreis zu klären? Welchen Kreis meinst du? Und wie willst du es eigentlich klären? Mit Zeit? Wie viel Zeit? Das weißt du nicht. Ich dachte immer, sowas passiert nur den Dicken oder den Deppen. Das passt so gar nicht zu mir. Naja, das ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei. Für die anderen vielleicht, für Nick nicht. Keiner dieser Täter hat da noch irgendwas auszustehen. Nur wir. Die sind noch nicht mal von der Schule verwiesen worden. Sowas muss doch richtig bestraft werden. Unsere Erfahrung ist, dass Gewalt nicht durch Bestrafung verhindert werden kann. So einfach ist das eben nicht. Die Rückfallstatistik von vorbestraften Jugendlichen belegt das. Die brauchen Aufmerksamkeit, aber positiver. Und wer kümmert sich dann so besorgt um die Opfer? Was halten Sie denn von einer Dienstaufsichtsbeschwerde? Ich möchte, dass die Lehrer zur Verantwortung gezogen werden, die weggeschaut haben. Hier steht, Sie hatten 7 Wochenstunden in der 9C in dem besagten Zeitraum. Damit gehe ich zum Schulamt. Womit? Mit den Aufsichtsplänen. Sie haben doch auch nichts gemerkt. Wenn die Eltern versagen, sind immer die Lehrer schuld, nicht wahr? Hier steht ganz genau, wer und wann das alles nicht gesehen hat und wenn man das alles nicht sieht. Wie kann man denn dann überhaupt noch Lehrer sein? Ich rate den Eltern immer, die ja ähnlich wie die Kinder leiden, das Geschehene anzunehmen. Frau Neufeld, es ist passiert. Sie können es nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht aufgeben. Du brauchst dich nicht wie ein Sieger fühlen. Aber hör auf! If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim. For to ease your pain. When the night falls low and the morning is born, ah, spinnst du? The morning shines with the lights of Ich hab's auch nicht gemerkt.